Hallo Freunde und was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Final Fantasy X HD hier aus dem Macalania Wald. Aber wir haben auch noch ein dickes B-Level zu verteilen. Und das, Freunde, ja, das sollten wir mal machen. Wir können ja mit Owen, können wir jetzt genau hier hin, so wie wir es gesagt haben. Ja, mal ein paar Sachen benutzen hier. Knickknack. Pau. Magie um einen gestiegen. Gut, Magie ist jetzt nicht unbedingt so der Bringer bei Owen, aber hey, wir haben es mitgenommen. Schaden kann es nicht. So, hier müssen wir ja zurück, ne? Ja, leider. Wir müssen ja... Nehmen wir die Sachen da auch mit? Wisst ihr was? Doch. Wir machen das, wir machen das. Wir gehen hier hin. Sammeln dann nochmal zwei Level und gehen hier oben hin. Die drei Dinger nehmen wir auch mit. Magie um zwei, Magie um zwei. Magie um zwei. Um sechs gleich gestiegen. Mit zwei Level, da können wir nehmen. Sollten wir nicht unbedingt auslassen. So, bewegen. Ach, da brauchen wir nur dahin. Benutzen. Zeitspiroid. Und Kraftspiroid. So, und dann können wir auch schon wieder zurück. Ist noch da. So. Bewegen. Nehmen wir erstmal ein. So. Angriffskraft von nur um 4 gestiegen. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man braucht, aber. Hey! Was man hat, hat man. So, ein weiter. HP um 200. Das ist natürlich schon dann mit Yuna eher was, was wir gebrauchen können. So, müssen wir da zurück. Ein Level müssen wir leider noch verschwenden. Und dann können wir wieder nochmal weitergehen. So, Kimari, unser Freund und Kupferstecher. Was haben wir da? Level 1 Beropass. Pass mal auf, Freunde des Untergangs. Wir sind jetzt ja einmal im Kreis gelaufen, ne? Aber gut, damit hatten wir gerechnet. Warte mal. Jetzt müssen wir eigentlich echt nochmal gucken. Was haben wir denn eigentlich hier? Was ist das da? Ultima. Alter Schwede. Das ist eine sehr derbe Attacke. Analyse. Okay, was ist, wenn wir da außen rumgehen? Da kommen wir auch dahin. Wenn wir quasi theoretisch einmal im Kreis laufen. Und was haben wir hier so für Sachen? Ability Heap, ah, das ist Owens Gegend, okay, da ist Lulu, da ist Riku, da ist Yuna, ja, in irgendeine Gegend werden wir einfallen. Feuerblitz, wäre natürlich cool, wenn er auch so eine Sachen könnte, theoretisch. Ich überlege gerade, was wir machen, ob wir jetzt hier nochmal so rumgehen, eigentlich, also theoretisch, wir würden jetzt zum Beispiel hier hingehen. Dann könnten wir den machen. So. Dann gehen wir dann hier so lang. Hier quasi so im Kreis. Könnten dann nämlich die Ability gleich noch mit einsacken hier. Würden vielleicht noch ein Level gehen. Hätten wir gleich noch zwei Sachen. Und dann könnten wir nämlich hinterher hier einfach weiter latschen. Und hätten da gleich die nächste Ability. Wobei hier... Ach nee, wir können dann nur hier lang. Level 1 wäre passt. Da kommen wir rein. Hier steigt HP, hier ist der Bereich. Was haben wir hier Schönes? Reflekt. Anti-Z. Huh. Ja. Gute Frage, gute Frage. Also dahin bewegen wir uns auf jeden Fall schon mal. Gut, nur was jetzt machen? Rechts rum und dann einmal im Kreis, oder? Ich denke eigentlich, das ist echt das Beste. Denn wenn wir hinterher hier sind, wo wir dann ja quasi weitergehen, können wir den gleich mitnehmen. Ja. Und haben dann nichts verschwendet. Also wir müssen nicht wieder zurücklaufen oder so. Ich finde, das ist am besten. So machen wir das. Ja. So werden wir den Weg gehen, ne? Gain. So, hier benutzen wir auch mal. Lulu, bewegen. Ach so, da müssen wir zurück, ne? Oder wie war das? Wie war das hier an der Stelle? Ja, wir müssen zurück. Ja, genau. Damit wir hier hinterher wieder so demnächst weiterlatschen können. Sehr gut. So, da haben wir die schon mal. Dann machen wir nochmal Spheroid und dann gehen wir weiter. Es gibt hier zwei Wege, ne? Lady Yuna, it is good to see you made it through safely. Ja, schön, wir auch erfreut.
Congratulations on your betrothal. Oh. Maester Seymour's people are expecting you. Take that road to go to Makalania Temple. This road leads to... You should hurry to the temple in... Okay, okay. Der Weg hier führt nach Bevel. Den Weg sollen wir nicht laufen, wir sollen hier lang gehen. Gut, machen wir das. Achso, was macht eigentlich unsere Anfangsgruppe? Die ist eigentlich gar nicht verkehrt. Nur Juno holen wir mal rein. Dann läuft der da lang. Den quatschen wir mal an. Prima Seymour erwartet euch. Begebt euch umgehend zum Tempel Makalania. Oh, und ein Kampf. Oh, hier ist ja was los. Alter. So, die HP von unseren Kämpfern steigt ja auch zum Glück langsam. So, Feuer ist eine... Warum ist Eis denn bitte... Naja, machen wir mal einfach mal drauf. Juno darf auch einfach mal draufhauen. Einfach nur, damit sie was getan hat. So, Augen kümmert sich um den. Ah, die werden langsam werden sie stärker. Was? Oh, und ist eingefroren. Oh, und ist eingefroren. Scheiße, okay, wir müssen wechseln. Lulu. Lass mal was sehen. Schwarzmagie, Feuer. Feuer normal sollte ja bei dem reichen. Springen daneben, dann holen wir nochmal Wacker rein. Da kann sich mal um die Mistfliege da umkümmern. Auch wenn es nicht geholfen hat. Probieren wir es mit Feuer, aber brauchen Feuer halt. Ah, egal, reicht. Reicht, egal was ist. So, da haben wir wieder ein bisschen levelmäßig was. Und dann gehen wir mal weiter. Oh, eine Kiste. Kiste. 2000 Gil erhalten. Ja, das sind gute Kissen. Ich gehe auch nachher zu meinem Freund und sammle einfach mal eine Kiste mit 2000 Euro drin. Warum auch nicht? Sowas sieht man öfters an der Straße rumstehen. So, wir müssen da, ne? Ein sehr verwogener, verzweigter Weg hier. Oh. Ach, das ist so ein Vieh, wie wir ganz am Anfang hatten bei Final Fantasy. Wollen wir mal Tilos rein? 2700 hat er. Warte mal, dann machen wir mal Tech. Kraftbrecher. Komm schon rein. Ja, Jackpot-Schlag. So, Schwarzmagie. Machen wir mal Feuer raus. Oh. Feuer ist... Ja, ist gut. So. Wir wollen aber natürlich ein paar Level. Juna, mach mal einen Schlag hier. Ja, sehr schön. So gut gemacht, bin stolz auf dich. Oh, und übertreib wieder. Gucken wir mal Kimari nochmal rein. Der darf dann auch nochmal zuhauen. Oh, der ist auch stark eigentlich, ne? Wir kämpfen nicht so oft mit dem. Aber eigentlich ist das doch schon... Ja, ein recht starker. Oh, Ability Spirit, das ist gut. Können wir gebrauchen. Kiste. Phönixfeder mal 3 erhalten. Gute Kiste. Phönixfeder kostet 500. Und auch 1500. So, Juna soll einmal zuhauen. Sehr schön. Owen ist ziemlich am Ende. Machen wir Test-Kraftbrecher. Machen wir mal auf den, ne? Vielleicht ist er damit down. Mal gucken, keine Ahnung. Nein, nicht so wirklich. Oh, aua. Was war, Alter? Jetzt haben wir ein Problem. Scheiße. Beschwören. Ifrit. Okay. Wir haben nämlich 2 Eingefrorene. Bei 3 Eingefrorenen sind wir K.O. Deshalb habe ich jetzt gedacht, mache ich mal was anderes. Er ist dann down. Machen wir schon mal platt. So. Wasser. Okay, Wasser ist natürlich hart, aber
Ja, Ifrit macht das schon. Wir greifen erst den an, damit wir ihn los sind. Der wird wahrscheinlich jetzt wieder Wasser machen, ja, war klar. Scheiße, aber... Ja, was machen? Ifrit zurückholen oder was machen wir? Scheiße. Cruiser mit Meteorit. Nicht machen sollen. Damit ist Ifrit down. Fuck. Scheiße, ich hätte ihn zurückrufen sollen. Verdammt. Beschwören. Mist, ist jetzt echt essen. Ne, dann machen wir es anders. Dann versuchen wir mal Lulu. Und dann werden wir Schwarzmagie. Feuer. Nein, er hat Wasra gemacht, ne? Da hätten wir ja Blitz auf ihn zaubern müssen. Oh, Alter. Schwarzmagie. Blitzra. Don't look so shocked. Damit ist er weg. Alter, oh, das voll zerfetzt. Okay, Ability, Yuna, Vita. Oh, mal gucken. Oh, wir sind völlig am Ende. So, besser. Dann Anfangsgruppe. Owen, Tidus, Lulu. So. Und weiter geht's. Oh Mann. Das ist die Dauer natürlich auch jetzt, ne? Oh. Ach, schon wieder die. Okay, andere Taktik. Tidus haut auf den drauf. Sehr gut. Owen auf ihn. Schwarzmagie Blitzra auf den. Ach komm, der hätte jetzt nochmal tot sein dürfen, ehrlich jetzt. Jo, Tidus wird wieder voll fertig gemacht. Ja, der hat nichts mehr, ne? Schwarzmagie, dann nehmen wir nur Blitz. Ich meine, wenn er nur so ein paar Lebenspunkte hat, brauchen wir keinen Blitzrahmen machen. Ich meine, was wäre das für eine Verschwendung gewesen? Sehr gut. So, Ability, Yuna. Ja, da müssen wir jetzt leider ein bisschen so mit durchkommen hier. Oh, das ist doch Batello. Have you seen Donna? Donna? Can't say I have. Wie wurde sie entführt? What's up? We got separated on the way here. Damn it all! I've got to find her. Calm down. But if anything happens to her, running around in a panic is not going to help. Right now, you have to keep cool and search. Stimmt. Guard your emotions, then guard your summoner. You're right. Genau. Knallhart ist wieder. No, I've taken up enough of your time. Thank you, Sir Aaron. Sehr guter Junge, Batello. Sehr guter Junge. Dann mach ich mal wieder auf den Weg. Und such mal deine Donna. What's up? Oh, I just wanted to wish him good luck. Ja, ja. Die Albed sind ja hinter die Media her. Und Riku weiß 100 pro auch wer genau. Oh. Jetzt haben wir zwei von denen. Okay, da müssen wir natürlich jetzt direkt umplanen. Erstmal Wacker rein. Wacker soll den angreifen. Down kriegt er natürlich nicht, war klar. Oh, dann können wir da auch weniger gebrauchen. Da holen wir mal Kimari. Der trifft er den? Ja, der macht er erstmal down. Schwarzmagie Blitzra auf ein. Der hat kaputt gemacht, sehr schön. So, dann können wir eigentlich auch noch mal
ja, Yuna reinholen. Sollen wir eine Runde, keine Ahnung, beten. So, krieg ich so viel, aber mein Gott, was soll's. So, und Schwarzmagie. Blitzrad. Und damit sollte der auch down sein, oder? Ja. Diesmal haben wir zwar keine 1500, aber wir haben ja vorhin mit Kimari angegriffen. Von daher passt auch das alles. Oh, Yuna hat schon wieder 4 Level klar gemacht. Hier geht auch steil, die alte. Und Schmetterling. Oh. Vor der Hafensänger. Na, mein Freund. A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. Schmetterlingsjagd im Makanania-Wald. Wenn man den vielfarbigen Schmetterling berührt, erscheinen viele rote und blaue Schmetterlinge. Die roten Schmetterlinge rufen bei Berührung starke Monster herbei, doch 7 blaue Schmetterlinge? Fragezeichen. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden die Schmetterlinge. Es gilt also, den roten auszuweichen und die blauen zu fangen. Ah, okay, cool. Das ist ein blauer. Okay, Zeit 37 Sekunden. Okay. Irgendwie aber auch nicht. Ah, da unten ist wieder einer. Oh. Everyone, focus on the enemy. Nein, die Gruppe kennen wir ja. Okay, Lulu sieht schon sehr... Oh, Lulu ist eingefroren. Nein. Oh, das ist scheiße. Das ist jetzt scheiße. Pass mal auf, wir müssen mal anders. Wir brauchen Owen. Der soll auf den da hauen. Okay, da gibt es trotzdem jetzt immer noch eine Taktik, wie wir die loswerden können. So, eine... Oh, Alter! 943! Okay, ja, es könnte ätzend werden. Jetzt machen wir Tilo. Tilo, streng nochmal an. Warum hast du nicht kaputt gemacht? Warum hast du nicht kaputt gemacht? Fuck, Tilo hat noch gut Energie, aber Kimari ist schon echt völlig am Ende. Und daneben, nein, das war so klar, ey. Nein, 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 nein. Shit. Okay, das kann doch ruhig machen von mir aus. Komm, mach ihn down. Okay, gut gemacht. So, dann holen wir Yuna wieder rein. Denn da beschwören wir jetzt Ixion. Ja, komm mal her, Hottü. Komm, 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 komm. Genau, und wegen deinen Funkenscheiß brauchen wir dich mal. Hau mal Blitzer drauf. Hast du gut gemacht? Nix noch ein bisschen doller, wenn ich bin, ne? Komm, hau noch mal drauf. So, ist gut. Gutes Hottehü, gutes Hottehü. So, 960, das war auch sehr schön. Dann müssen wir aber mal wieder heilen. Alter, Yuna bald keine MP mehr, glaube ich, wenn das so weitergeht. Naja, die gehen langsam. 56 haben wir noch. Ein bisschen können wir mit der Ability, also mit Vita noch ein bisschen rumspielen, aber so lange wird das auch nicht mehr klappen. You're wasting our time. Okay. So, der kann, die kann schon mal keine Magie mehr einsetzen. So, Yuna soll einfach mal draufhauen, egal. Daneben auch sehr schön. So, dann holen wir Owen gleich rein. Der kann dann da mal einen wegknüppeln. Ja, erstmal schön hier Bodycheck und mäßig oder was. Oh, und Tios ist eingefroren. Ey, das ist echt so ätzend, ne? Wir holen Kimari. Schön, war das eine gute Idee? Wir holen sie mal. Daneben. Nein, das war keine gute Idee. Okay, wenigstens den schon mal weg. So, schon mal einer. Ja, das soll auch ich machen. Das kann auch ich. Das war nicht so prall. Gut gemacht, Kimari. Gut gemacht. So, dann holen wir mal Wacker rein. Und dann macht den mal fertig. Och, Wacker, 40 Punkte mehr. Ich bitte dich. Oh, Kimari haut natürlich daneben.
Ja, okay. Solange er den angreift, ist mir das auch egal. mehr als zu Stein geht ja nicht, ne? Also, was soll's. So, Tidus hat dafür jetzt aber leider nichts bekommen. Naja, so ist das nun mal, ne? Ability, Yuna, Vita. So, was haben wir hier? Hallo, Schmetterling. Schmetterling? Hallo, Schmetterling? Oh, da war eine Kiste. Allheilmittel mit erhalten. Allheilmittel ist gut. Naja, der Schmetterling will ich, also gehen wir einfach mal weiter. Oh, Kampf. Von Kämpfen scheint das hier zu wimmeln. So, Tidus, auf den. Na klar, auf wen denn sonst? Wacker, auf den da oben. Oh, er hat einen Down gemacht. Endlich mal ein vernünftiger Schlag von ihm. Okay, eigentlich die Gruppe können wir, glaube ich, sogar so lassen, wie sie ist. Ja. Oh, so natürlich nicht. Okay, Wacker, versuch mal. Gut gemacht. Okay, Mari macht den Down. Sehr schön, doch. Die Gruppe. Nein, jetzt stirbt er auch noch. Oh, so kurz vor Ende kriegt er wieder keine AP. Ey, so ein Affe. Das hätte er jetzt echt ruhig noch überleben dürfen, ohne Scheiß. Okay, noch 24. Sechsmal können wir Vita noch einsetzen. Danach ist Schluss mit Vita. Dann heißt es Potions benutzen. Drauf, einfach drauf, scheiße drauf. Immer gib ihn. So, Owen. Knack. Die Mari darf auch mal. Daneben. Sehr schön. Oh, Alter, der hat gesessen. Boah, der auch. 886. Alter, Kimari ist echt nicht so verkehrt, ne? Nee, da hast du recht. Krügeln bringt nichts, aber du haust auch echt gut was weg, Alter. So, ein Ability Spirit haben wir wieder bekommen. Das ist gut. Nachher hängen wir nämlich wieder und haben ja keine. Ability-Speroiden können wir immer gebrauchen. Oh, Schmetterling. Nein, das war ein roter. Oh, das wollte ich nicht. Alter. Oh, oh. Oh, oh, oh. Dem traue ich nicht. Warte mal. Weiß mal die Hass. Auf Tidus. So, Owen, Kraftbrecher. Knack, erstmal drauf, das ist wichtig. Kimari, hau mal drauf, mal gucken. 221. Boah, Alter, das ist nicht so viel. Weißmagie hast auf Owen. Okay. Angriff. Angriff. Kimari nehmen wir mal raus, machen wir mal Lulu rein. So, Schwarzmagie, Feuer. Ne, warte mal. Feuer und Eis macht halb. Okay, dann machen wir Blitz. Blitzer. Was hast du davon jetzt, Junge? Ey, das zieht nicht wieder ab. Nasshauch. Oh, scheiße. Okay, okay, warte mal. Weiß man die Hast auf Lulu, genau. So, und jetzt greifen wir an. Immer drauf. Schwarzmagie. Blitzra. So, Angriff. Angriff. Schwarzmagie. Warte mal, was war das? Feuer und Eis, ne? Oder Feuer und Wasser? Feuer und Wasser wird das wahrscheinlich sein. Dann können wir auch mal Eis da ausprobieren. Oh ne. So. Let me break the ice. Eisraum Blitzer nehmen sie nichts. Megiddo-Flamme. Alter. Oh, scheiße. Ja, wir haben erstmal ein paar Angriffe. Okay. Tidus zieht zum Beispiel schon mal so gut wie gar nichts ab. Schwarzmagie Blitzer. Ey, wir müssen ihn echt down kriegen. Wir müssen sie heilen. Wir müssen sie heilen. Geht nicht anders. So, High Potion. Auf Lulu.
Noch ein Angriff und dieses wäre weg gewesen. So, Schwarzmagie Blitzra. Knack, 501. Okay, wie greift er an? Ja, siehst du, da wäre sie weg gewesen. Ja, wäre sie weg gewesen. So. Schwarzmagie. Oh, ich würde gerne einmal. Ja, mache ich auch. Ich hole Yuna einmal rein. Yuna, hau mal ihn auf die Füße. So, sehr gut gemacht. Und jetzt ist er eh down. Aber ich will, dass Yuna die Punkte bekommt. No time to waste. Let's go. Weil es gibt noch ein paar, oder? 1000 noch was. Ja. Das war gut. Hätte man vielleicht doch noch mal ein, zwei andere auch noch reinholen sollen. Fuck. So, Ability Yuna. Vita, oha. So, einmal können wir noch. Dann hat sich das mit Vita. Da war eine Kiste. Da war eine Kiste. Nein. Und dann war sie wieder weg. Wieso, weiß ich nicht, aber ja. Ändern können wir es jetzt auch nicht mehr, leider. Speicherpunkt. Ah, oh, sehr schön. Ey, da ist Walker. Welcome. Welcome. Holiday prices on all items in celebration. Okay, zeig mir deine Ausrüstung. Sonic Schwert. Präventivschlag. Ja, okay, ist nicht schlecht, aber hm. Zeitangriff, Blindschutz, Angriff plus 5. Durchschlag, Angriff plus 5. Ja, bringt uns nichts, haben wir. Für wen ist denn das? Für Riku. Ja, rüsten wir auch mal aus. HP plus 5% und Kälte 50%. Ja, können wir auch mal ausrüsten. Ist jetzt nicht so der Hit, aber ich meine, mein Gott, besser als nichts. Gerade richtig. So, jetzt müssen wir natürlich weiter hier da lang. Aber wir könnten. Hier ist auch noch was, ne? Hier geht es auch noch lang. Aber gut. Wir werden mal in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Denn wir haben jetzt doch schon ein bisschen wieder was geschafft. Wir haben die Makalanienwald hinter uns jetzt mehr oder weniger gelassen. Also würde ich sagen, beenden wir hier die Folge und sehen in der nächsten Folge, was da vorne passiert. Bleibt dran. Das war's. Leider Gottes, tut mir leid, aber auch schon wieder mit Final Fantasy X HD. Die Makalania, wie kann man nicht hinter uns gelassen? Okay, dieses Rätsel mit dem Schmetterling habe ich nicht so gepackt, aber mein Gott, wir sind sowieso absolut imbar, versteht ihr? Aber dieser eine Gegner da, ne, der hier Feuer und irgendwie wasserresistenter so ein bisschen war oder so, der war nicht verkehrt eigentlich. Der war schon ein bisschen stärker, aber mein Gott, den haben wir auch geballert. Wir haben jetzt den Weg hinter uns. Wir sind schon eine ganze Ecke weiter. Und wie es jetzt weitergeht, das wird spannend. Glaubt mir, in der nächsten Folge von Final Fantasy VII, euer Jali. Haut rein. Ciao.